Das sind meine Mama und ich. Das bin ich, wie ich Brei esse. Brei. Das bin ich an Weihnachten. Ich habe eine blaue Maus bekommen und die habe ich immer noch. Das bin ich an meinen Plänen zur Weltherrschaft. Das bin ich. Ich habe mich schwarz angemalt und Mama versucht, mich sauber zu machen. Nun sehe ich fast wieder menschlich aus. Vorher war ich ein richtiger Neger. Oh, Modern. Das bin ich als... Ja, rot-blau karierte Hemden waren in den 80ern Mode. Das bin ich und der langweilige Weihnachtsmann. Lame. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Pullover, er ist wunderschön. Ich komme aus der Zukunft. Ich bin Katron. Ich bin ein Roboter. Korall. Das ist unser Hund Sissy. Nicht zu verwechseln mit meinem Freund Sissy. Sissy versteckt sich gerne in Büschen. Staub, ich staub. Sissys Lieblingshobbys sind liegen und essen. Genau wie bei mir. Hallo. 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 Hallo, nervt dich das? Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Das hier sind meine alten Schulsachen. Irgendwelche Bücher, die man in der Schule lesen musste und dann niemals wieder anfasst. Wo dann Sachen draufstehen wie Scheißbuch, Lesen ist doof. Die Ente sagt ja gar nichts. Hier auch ein alter Kalender bzw. ein altes Hausaufgabenheft, wo ich niemals Hausaufgaben reingeschrieben habe. Aber wichtige Sachen habe ich mir natürlich notiert. Die Ferien. Corinna findet die Randbemerkung K+ in ihrer Deutschklausur. Corinna, was heißt K+? Katrin ist besser als du. Und hier eine kleine unscheinbare grün-blaue Kiste, die ich bewusst nie mit nach Bremen in die Wohnung genommen habe, denn sie ist Beweis für meine extreme Nerdigkeit. Star Trek Actionfiguren. Das ist von Raumschiff Voyager, ja? Nicht nur, dass es Star Trek Actionfiguren sind, nein, es ist Raumschiff Voyager. Die Abfall-Star Trek-Serie, die niemand mag. Hier, Tuvok, ein schwarzer Vulkanier. Alte Schnauze, Tuvok! Und hier, die hatten sogar kleine Gimmicks. Fetter Laptop von Captain Janeway, der dreimal so dick ist wie irgendwelche Laptops heute, weil in der Zukunft, da ist es wieder in, wenn Sachen total klobig und dick aussehen. Einer der Leute hatte als Gimmick, als kleines Mitbringsel, alle anderen haben so Phaser oder so, einen Stein, einen lila Stein. Ist das nicht die härteste Actionfigur, die es je gegeben hat? Ich meine, dieser Stein da, der sprüht ja vor Action. Kommt so ein Außerirdischer, Alter, deine scheiß Menschenmutter, ey, die ist so fett, ey, die ist der Planet, weißt du? Pass mal auf, ich hab einen Stein. Das ist das erste Bild von Süßi, was ich hatte. Damals, als es das Internet noch nicht gab, musste man im Lexikon nachgucken. Ich such mal nach einem Kaltspiegel. Tja, wie es aussieht, gab es Kaltspiegel damals auch noch nicht. Von wann ist das Buch überhaupt? 1995. Okay. Das war vor 10.000 Jahren. Das ist übrigens mein Kassettenrekorder, wo das Kassettendeck fehlt. Und der linke Lautsprecher. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Voll die bescheuerte Penner-Familie! Okay, ich geh! Na, kennt ihr das auch noch? Disketten! Das waren noch Zeiten, wa? Ja, ja. Meine alte Harry Potter-Kiste. Ja, hallo, ne? Achso, ich bin's, Harry Potter. Ich darf umsonst ins Kino, weil ich hab mitgespielt, ne? Also geben Sie mal die 5 Karten für mich und meine Freunde. Das hier ist meine erste Kamera, mit der ich meine ersten Filme gedreht habe. Auch von Panasonic. Dave,